In diesem Video erfährst du, wie ich aus einem Standardwohnzimmer dieses feine Einsteiger-Creator-Studio geschaffen habe. Hallo und herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Ich wohne in einer 1,5-Zimmer-Wohnung. Das halbe Zimmer ist mein Schlafzimmer und das Ganze ist Wohnbereich und Arbeitsbereich. Mit meinem Wohnbereich bin ich total zufrieden. Ich habe geile Bilder, ich habe mein Paludarium da drüben stehen, ich habe eine Couch, einen Fernseher. Ja, aber was eben nicht so geil ist, ist mein Arbeitsbereich. Den habe ich hier so irgendwie da reingejammt. Erstmal sieht's voll unordentlich aus. Was zum Henker ist das hier eigentlich für eine Mikrofonhalterung? Ich hasse diesen f***ing Glasschreibtisch und überhaupt ist alles viel zu eng. Was mich aber am meisten nervt, ist, wenn das jetzt die Webcam ist und sie filmt mich, wenn ich halt so eine Aufnahme mache wie jetzt. Ich möchte einfach nur mal mit der Kamera reden, dann ist der Hintergrund mega scheiße. Also da ist halt einfach mal so eine Glastür. Daneben ist ein Fenster. Es kommt einfach von der Seite das Tageslicht rein, was ich nicht kontrollieren kann. Ich wünsche mir also eine Möglichkeit, diesen Raum so zu gestalten, dass der Hintergrund ansehnlich ist und dass ich das Licht gut kontrollieren kann. Als Schritt Nummer 1 habe ich mir einen Schreibtisch gekauft. Der ist deutlich größer, bietet also mir viel mehr Platz als dieses mickrige Ding hier. Er ist nicht aus fucking Glas, was man irgendwie ständig putzen muss. Und den werde ich hier platzieren. Das heißt, heute werde ich diese Sachen hier wegräumen, Platz schaffen, damit ich die Wand dahinter in einem Dunkelgrau streichen kann. Ich feiere diese Farbe übelst und ich mag es auch einfach, am Arbeitsbereich auf einen dunklen Hintergrund zu gucken, denn dann poppt alles, was so auf dem Bildschirm ist, viel mehr raus, bekommt viel mehr Bedeutung. Also, let's go! Hab jetzt nicht damit gerechnet, hinter dem Brett so viele Löcher zu finden. Hier sind halt auch ein Haufen Dübel drin, die muss ich auf jeden Fall erstmal rausziehen. Jo, krass, wie schnell sich die Probleme gerade häufen. Hier oben ist das Brett mit Schrauben fest und die eine habe ich raus. Und die andere scheint keine Schraube zu sein. Zumindest komme ich mit meinem Schraubenzieher nicht rein. Lol, okay. Kein Wunder, dass ich da mit meinem Kreuzschraubenzieher nicht reinkomme, wenn das zwei unterschiedliche Schrauben sind. Weiter geht's. Boah, ich liebe Farbgeruch. Der Part ist geschafft. Es ist fast 0.30 Uhr. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich dachte. Aber es musste halt fertig werden, denn morgen kommt der Schreibtisch. Also sehen wir uns morgen früh. Der Schreibtisch kommt. Vielen Dank. Der Sponsor des heutigen Videos ist Ergotopia. Auf Knopfdruck gesund und produktiv. Nee. Keine Ahnung, wie das mit Affiliate und sowas funktioniert. Könnte ich mir mal überlegen, wenn ich öfter mal meine Bude umräume. Der elektrisch höhenverstellbare Schreibtischmodell Desktopia Pro. Also wird es ein bisschen dauern. Ich mache mir nice Musik an.
schon das erste Paket von einigen Bestellungen. Jupp. Hab ich mir gedacht. Hey, eine iTotal Lava Lampe. Leute, don't drink. Nice. Ich kann den PC da anbringen und alles abmessen und den da anschrauben. Okay, zugegeben, es ist ein ganz schön spezieller PC, den ich mir hier vor Jahren gebaut habe, aber ihr solltet eure Wand auch mit Dingen dekorieren, auf die ihr gerne schaut. Bilder vertrauter Menschen, Pflanzen, LED-Deko oder eure Lieblings-Pokémon zum Beispiel. Oh fuck ja! Die Lieferung kommt genau im richtigen Moment. Ich habe gerade alles aufgebaut. Was fehlt noch? Lautsprecher. Aris E4.5BT. Studio-Lautsprecher und Bluetooth. Was machen wir uns an? Kein Synthwave diesmal. Sherman, der gute Sherman. Grüße gehen raus. Boah, ich häng mir noch mehr im Board hier drüber. Aufgewachsen Kleinstadt, wo man Stratzel im Fitness-Baggy trägt. Okay, Kopf in den Wolken, ich wollte nie, was sie wollten. Mom, ich muss nach draußen für die Bretter, die die Welt bedeuten. Hier sind die Halterungen für Licht anschrauben, ausfahren. Licht anbringen, bestrahlt mich. Also es ist eigentlich ein total übertriebenes Licht für so ein Schreibtisch-Setup, aber ich habe die nun mal hier, weil ich die auch so für Filme benutze. Und jedes Mal, wenn ich die im Außeneinsatz brauche, schraube ich die halt kurz ab, pack die ein. Los geht's. Wenn ihr euch so ein Setup baut, so würde ich was Kleineres empfehlen. Das ist so ein Faltarm. Also kommt das drauf, so ein Ding, und dann kann ich mir das ranziehen. Es gibt noch eine fucking Menge zu tun. Alter. Yo. Ich kümmere mich erstmal um die Ecke hier. So, wieder ein Stück weiter. Der Schreibtisch ist hier raus. Die Couch ist drin. Rümpelig sieht's immer noch aus. Das Paludarium kann ich alleine nicht bewegen, da brauche ich Freunde für, und das kommt dann quasi hier rüber. Und dann kommt diese Couch hier hinten hier mit rein. Und dann kam noch mein Opa mit der Stichsäge vorbei und half mir, einen Tisch für den Schallplattenspieler zu zimmern. Und so kann das Ganze dann aussehen. Ich habe jetzt die Kamera auf so einem Schwenkarm, ebenso das Mikrofon, was ich mir hier so ranziehen kann und auch wieder wegschieben. Den größten Effekt haben meiner Meinung nach jetzt diese Scheinwerfer, denn die hellen mich so weit auf, dass der ganze Hintergrund, naja, in den Hintergrund rückt und eben deutlich dunkler abgesetzt ist. Dadurch, dass ich jetzt eine relativ hochwertige Kamera hier habe, wirkt der Hintergrund halt so verschwommen und man bekommt halt so ein Bokeh, nennt sich das. Das ist nicht unbedingt notwendig, wenn du gerade erst startest. Nimm einfach deine normale Webcam, solange du gut beleuchtet bist, mach dir eine gute Arbeit und wird den Hintergrund aber eben auch scharf darstellen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass der geil aussieht. Im Hintergrund habe ich jetzt eine sehr gemütliche Couch, die hoffentlich sehr einladend wirkt, was aber nicht die Couch selber macht, sondern eher das Licht drumherum. Also die beiden Lavalampen. Ich habe noch einen LED-Streifen hier angebracht. Ihr könnt aber auch irgendwelche Neon-Schilder nehmen oder diese LED-Paneelen, die ihr einfach alle schon aus Streams kennt. Dieses softe Licht, was all diese Quellen von sich geben, macht es einfach viel angenehmer fürs Auge, dir zuzuschauen. Pflanzen tragen eigentlich immer zu mehr Gemütlichkeit bei, auch wenn es Kakteen sind. Also ich habe jetzt hier auch nur Zeug stehen, was man einfach auch lange mal ungegossen lassen kann. Und das hier ist dann jetzt mein neuer Arbeitsplatz. Mein Tisch ist höhenverstellbar, weil ich meinem Rücken mal was Gutes tun wollte, aber ich habe einen viel krasseren Benefit entdeckt.
wenn ich so nach stundenlanger Arbeit einfach irgendwann ein bisschen durchhänge und mein Kopf einfach nicht mehr klarkommt, dann stehe ich auf und allein das gibt mir krasse Energie und neue Motivation, um einfach dran zu bleiben und weiterarbeiten zu können. Vor allem mit Musik kann ich hier während der Arbeit einfach ein bisschen rumtänzeln. Ich hoffe, dass ich euch mit dem Video inspirieren konnte, vielleicht sogar motivieren, und wenn beides nicht zutrifft, fühlt ihr euch bestenfalls unterhalten. Mich würde interessieren, was für eine Art Content ihr geplant habt. Und wenn ihr dieses ganze Setup mal in Aktion sehen wollt, dann empfehle ich euch, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr diese Videos nicht. Außerdem gehe ich demnächst nach Japan für ein paar Monate und muss mir dann ein neues Setup aufbauen. In einem total winzigen Raum mit noch schlechteren Möglichkeiten als hier. Verpasst die Sache nicht, lasst ein Abo da und wir sehen uns auf dem Kanal.